habe heute auch nur ein oder zwei Spiele gespielt und das war's. Ich habe ein bisschen mit Sascha gezockt. Bin ein bisschen vorbereitet. Okay, also ihr beiden seid vorbereitet. Ich habe euch gerade schon ein bisschen laut geschaltet, damit die Menschen was mitbekommen. Guten Tag, guten Abend. Hi Mari, hi Frau Tolle Wolle, hi Radio Herdi, Döner Buttermilch hier mit dem Abo seit 8 Monaten. Junge, 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 der Typ, der weiß, was abgeht und schenkt uns dabei noch Emotes. Schön. Ja, nice, dass ihr alle gleich wieder am Start seid. Sir Mattis und Frau Malzahn haben beide sehr, sehr viel geübt, denke ich. Wie man gerade rausgehört hat. Es geht so, aber brauchen Leute, also Übung ist die Frage, die es schon von Geburt an drauf haben, die es mit der Muttermilch aufgesaugt haben, die Age of Empires leben, atmen. Ihr nicht, oder? Nicht so wirklich. Zeigen. Okay, sind wir mal gespannt auf jeden Fall, was uns erwartet. Heute übrigens an meinem Busen, an meiner Brust, in meinem Gehirn, nicht Hertie, also irgendwie schon, er ist immer da, aber wir haben heute Tama als Co-Casterin am Start, Leute. Oh, what? Hallöchen. So ist Ja, nachdem es. der Dommer mich so freundlich gefragt hat, dachte ich, gebe ich halt auch mal meine Expertise zum Besten und unterstütze die Frau im Team, wobei es natürlich im Team, im Game jetzt schwierig ist für mich, weil zum einen, ne, Frankfurter, die Frankfurter Front und die wenigen Frauen, das ist wirklich schwierig, wie man sich positioniert. Ja, ich habe mir schon gedacht, du bist da die perfekte Person, um da mal eine Einschätzung dann zu geben und auch emotional zerrissen genug zu sein, um Ja. einen neutralen Cast abzugeben. Bin ich auf jeden Fall, ja. Schmarti schreibt schon, er hat Angst vor dem Tag, an dem Frau Malzahn zum goldenen Drachen der Weisheit wird und einfach alle wegrasiert. Noch ist es nicht so weit, aber sie spielt genug Civilization 6, um auf dem Weg dafür zu sein. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an mit dem Spaß. Wir haben danach ja auch noch ein Match zwischen Ölbert und Dingo Dynamite. Das heißt, heute ist ein pickepackevoller Abend. Und natürlich habe ich Tama auch dabei, um mal ja, einen Aspekt des Spiels auch wieder in den Vordergrund zu kehren, der so ein bisschen hinten dran war die letzte Zeit. Nämlich, wie schön sieht die Base aus? Ganz genau, wollte ich gerade sagen. Das war Ist mal in den das eine letzten gute Einheit? Sendungen, ist es nach hinten gegangen. Ja. Genau. Also, da muss man auch wieder Qualität suchen bei mir. Und ich bin natürlich auch bereit, mich da zu reflektieren und zu gucken, ja, wo kann man den Cast verbessern, wo kann man den Stream verbessern. Und ja, ich will natürlich auch viele Leute abdecken. Jetzt nicht im Sinne des Abdeckers aus dem Mittelalter, sondern grundsätzlich möchte ich eben ein großes Publikum anspielen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Hertie das nicht abdeckt, weil der hat auch die pfiffigeren Ideen. Ich bin ja eher so das Dummbrot beim Casten, aber Tama natürlich hier mit dem Blick für das Schöne im Spiel, ganz klar. Ganz genau, für die Ästhetik. Oh, da fühle ich mich Exakt. zu Okay, gut. Dingo Ingo ist auch schon am Start. Schön, schön, schön. Also ich freue mich extrem drauf, Tama. Vor allem nachher das Spiel Ölwert gegen Dingo Dynamite. Da würde ich Oh eigentlich ja, fast am da bin ich auch liebsten, wenn gespannt. dann die ganzen Spacko-Pros dann darüber switchen auf unseren Cast und denken, sie kriegen hier 1A-Casting, setzen wir nochmal eins oben drauf und die kriegen einfach Ich habe ja da dein schon was Casting. abgeguckt, die sind schon auch immer ganz streng beim Carsten. Ja, Also da habe das ich kann mir es dann schon auch auch sein. einige Sachen schon abgeguckt, die werde ich Ja. ja auch anwenden. Genau, wenn so ein Haus mal nicht symmetrisch gebaut wird zum Ja, Stall oder so, richtig, das ist richtig. Wenn natürlich die nicht Fronten gut. nicht alle in die Richtung, in die gleiche Richtung zeigen, Ja, gibt Abzug. schwierig, schwierig, Ja. schwierig. Gut, also schön, dass du da bist, Tama, aber zurück zum Ja, danke Match von schön. Monsieur Mannes und Frau Malzahn. Und wir fangen gleich an mit dem Map-Bann, würde ich sagen. Und ja, da ist Sir Mattis als erstes genannt und darf die erste Map bannen. Teaminsel, mach mal weg. Teaminsel soll nicht gespielt Was haben werden. alle gegen diese Teaminselkarte? Ich würde die so gerne mal wieder sehen. Das Spielst du finde als ich Zelda? schade. Ja, mache ich auch. Ja. Aber jeder votet die ja raus. Mal gucken, was Diego macht nächste Woche. Also sage ich mal nichts. Und Frau Malzahn, was möchtest du nicht spielen? Arena möchte ich nicht. Arena raus, okay. Und jetzt hätte ich auch Teaminseln genommen, aber das ist ja schon raus. Dann nehme ich noch Akropolis. Akropolis raus. Ja, genau. Das wäre meins, wäre das Ich wollte gerade sagen, Sir Mattis hätte das doch safe auch weggetan. Deswegen, gewesen. Dann machen wir Mongolei raus. Mongolei kommt auch noch weg. Die nächste
Boomige Karte kommt auch raus. Mongolei soll nicht gespielt werden. Okay. Dann starten wir natürlich same procedure as every game und so. Wenn du willst, Rocket Cup einfach. From Alzheim. Wie bitte? Joinen. Was? Ich hab dich Rocket Cup habe ich. Ach so, hast du schon offen. Okay. Ja. Also ich würde gern zufällig spielen, deswegen habe ich es offen gelassen. Gut. Ja, ich dann auch. Ihr spielt beide zufällig, alles klar. Ist zwar stressiger für mich zum Eintragen, aber darauf wollen wir keine Rücksicht nehmen. Ja, darauf gucken wir jetzt nicht. Was für den Cast? Wie komme ich da jetzt nochmal hin? Ich bin total verwirrt gerade. Mehrspieler und dann? Spiel suchen musst du gehen. Aber wie komme ich denn überhaupt zu der Lobby? So, Oh Gott, Rangliste? Oder individuelle Spiele finden. So lange habe ich schon nicht gespielt. Oh Gott. Das läuft ja schon. Oder ist das Taktik, das so ja, genau. Sehr gut. Die Mindgames sind schon am Start, auf jeden Fall. Gefunden? Nee. Rocket Cup, hast du gesagt? Genau. Vielleicht Rocket einfach nur eingeben, das müsste das auch finden. Kannst auch sehr mattes angeben, müsste wahrscheinlich ja, auch angeben. Ja, müsste auch gehen. Moment, probiere ich mal. Ich habe dich jetzt nicht auf Steam, deswegen kann ich dich nicht so einladen. Ich aber irgendwie nicht, ich weiß auch nicht warum. Kann ich jetzt auch. Vielleicht bin ich auf dem falschen Server. Mal, wo steht denn das mit dem Server? Probier's mit der Game-ID. Gib mal ein 551. Also, schreibst du schon mit? Ja, 551. Ja, genau. 28. Ja. 208. So finde ich's auch. Ah ja. Ja, okay, so habe ich's auch gefunden. Tama, hast du mitgeschrieben? Auch Copy-Paste gemacht. Weiß direkt. Jo. Okay. Also ich wäre bereit. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, ich auch. Dann schiebe ich euch mal einen Kanal runter. Ihr könnt ja entscheiden, ob ihr zusammen bleiben wollt oder nicht. Also ich würde rausgehen einfach. Okay, ja. Good luck, have fun auf viel jeden Fall. Viel Spaß und Erfolg, ja. Schiebst du uns jetzt raus? Wie ihr wollt. Ich schiebe euch einfach mal runter. Ciao. Ja, ja. So. Tama Odama, guten Tag. Schön, dich wieder zu hören. Ja, hallöchen. Ja, sehr schön. Lange ist es her. Wann war es das letzte Mal? Vor einer Woche bei meinem glorreichen Sieg gegen Chris. Stimmt. Da haben wir ja auch gar nicht angemessen gefeiert. Also, ich war natürlich auch hin und her gerissen. Aber an sich bin ich natürlich sehr stolz auf dich, dass du endlich mal tatsächlich eine komplette Serie nach Hause gebracht hast. Das ist zum ja, ersten Mal ich passiert auch. Ist echt stark ich war gewesen. Auch überrascht. Aber ich habe es dann nachträglich nochmal angeguckt. Aber ich fand auch, dass Christoph auch gut gespielt hat. Ja, ja, auf nicht jeden so, Fall. Dass er da irgendwie Morphs gemacht hat. Nee, aber Christoph halt spielt auch nicht scheiße, auf keinen Fall. Also, nö, das wollte ich auch nicht sagen. Nee, nee, das ist ein guter Spieler. Der spielt halt momentan zu wenig. Also der war auf der Team Cup-Geschichte war er stärker unterwegs. Da hat er mehr trainiert mit Öli und mit mir. Aber mit dem ist zu rechnen. Also wenn der mal tatsächlich Motivation bekommt, mal wieder irgendwie ein paar Tage hintereinander spielt, dann wird es nicht ganz einfach gegen ja, ihn. Ja, hoffentlich nicht, weil sonst ist da gerade Fredda jetzt dran gegen ihn. Dann stimmt. Fredda und ich hoffe, dass Fredda halt auch mal was absahnt. Ne? Also wenn Christoph so nicht trainiert, hat Fredda eine Chance, würde ich sagen. Ja. Man weiß es nicht. Okay, schauen wir mal, ob das Spiel da ist. Mhm. Es ist am Start. Und für mich natürlich die Frage, wer gewinnt das Spiel, jetzt im Chat abstimmen. Und es sind Chinesen gegen Inder. Und das kann eben bei zufällig passieren. Und jetzt mal schauen, was der Sir Mattis mit den Chinesen am Anfang anfängt. Er vergisst momentan das Haus zu bauen, macht direkt Webstuhl. Was heißt vergisst, aber ja, er macht auf jeden Fall erstmal Webstuhl, kein Haus. Man muss auch die Szene einstellen. Bitte. Das ist richtig. Dankeschön. Dafür bin ich da. Vielen Dank, vielen Dank. Und da haben wir
Auf der anderen Seite, die Inder, die im 1 gegen 1 jetzt nicht besonders stark sind, ich mag die im Teamgame dafür umso mehr. Einfach eine Zivilisation, die ja mit ihren billigeren Dorfbewohnern, die einfach in jeder Zeit ein bisschen weniger kosten nochmal, super stark sind für einen Boom und auch einfach da Nahrung sparen und man ist auch weniger haust. Ritter, ne? Haben keine Ritter, haben Kamele dafür, die zusätzliche Panzerung haben, was die Bogenschützen angeht, Pierce Armor haben die mehr und die reißen auch Gebäude schneller ein. Ja. Tama, hast du das Spiel gefunden? Ja, ich bin mir überhaupt gar nicht sicher, was ich jetzt hier als... Ich habe das noch nie aus einer Caster-Perspektive geguckt, was man da an sich alles sichtbar... Nee. Ich sehe hier nur blau. Du kannst Gefechtsnebel ausmachen. Dann siehst du alles. Ja, hat ausgemacht. Achso, hier Spieler. Jetzt verstehe ich es. Ja, okay. Okay. Jetzt bin ich drin. Ja. Also die Chinesen bisher noch nie gepickt worden, aber trotzdem mit einer ziemlich hohen Winrate bei uns im Turnier bisher. Also keiner hat die bisher ausgewählt, um jetzt hier wirklich die Chinesen zu spielen. Aber die wurden schon neunmal mittlerweile zufällig ausgewählt. Das ist der Rekord bei uns im Turnier momentan. Also das ist die Zivilisation, die man momentan am meisten bekommt, offensichtlich, wenn man das spielt. Jetzt schauen wir mal, wie es bei Mathis ausschaut. Der müsste eigentlich 1,5 Dorfbewohner vorne sein, wenn das perfekt spielen würde, haben wir gelernt. Nee, es ist aber Frau Malzahn, die so ein bisschen vorne dran ist. Also der Chinesenstadt einfach nicht so easy. Die Villager-Anzeige ist auch wichtig, meint gerade Hertie. Wenn du neben dem, auf diese Fähnchen neben dem Namen draufklickst, da kannst du umstellen, dass du die Dorfbewohner siehst. Ja, genau. 14 hat jeder. Das ist sehr, sehr gut. Und der Chat darf mich auch oft daran erinnern, dass ich nicht die ganze Zeit Sachen anklicke, damit man die Villager-Anzeige auch wirklich sieht. Das ist so ein Ding, das natürlich immer ein bisschen schwierig ist. Also ich klicke nämlich auch gerne Dinge und auch da ich eingestellt habe, dass man, wenn man irgendwo drüber fährt, auch die Sachen angezeigt bekommt, dann sieht man die Sachen nicht. Ach, aber vegane Mayonnaise ist auch am Start. Oh, gleich auch. Und jetzt hat der Mathis leider sein Wildschwein gar nicht so schön getötet, würde ich mal sagen. Hey. Ja, formal sein jetzt mit Loom. Will die schon nach vorne? Will die schon in die nächste Zeit? Oh, die hat quasi den Webstuhl eigentlich schon durch. Und könnte jetzt mit einmal abgeben eigentlich hochklicken. Jetzt kann sie hochklicken. Macht sie das auch? Do it. Yep. Mhm. Frau Malzahn hier mit 21 Pop nach oben. Ja, das sieht für mich mit Indern natürlich auch logisch nach Scouts aus. Mathis, ja theoretisch ein ziemlich guter Archer-Spieler. Oder spielt gerne Archer. Also macht das auch echt sauber, die Build-Order kann er. Mit den Chinesen natürlich auch durchaus möglich. Fängt jetzt an, hier dir zu... um das TC zu holen. Ja, sieht fast so aus. Ja, das klappt auch ganz gut. What? Ja, jetzt ist aber ziemlich eil unterm TC. Da ist gerade keine Nahrung mehr. Und er ist nicht, obwohl er ein Schaf hat, er im TC eigentlich drin stehen. Ja, und er hat auch nicht hochgeklickt und queued keinen Villager momentan. Jetzt klickt er hoch. Das sind schon wichtige bisschen Sekunden. Bisschen Verwirrung da gewesen auf jeden Fall. Ja, Chinesen natürlich eigentlich auf Arabien mit den viel besseren Möglichkeiten. Also in allerlei Hinsicht den besseren Tech-Tree. Chinesen sind mit das meistgebannte Volk in den Pro-Matches, weil die einfach super, super variabel sind in allem, was sie so tun können. Und eben auch super stark, dadurch, dass sie, wenn man den Anfang gut spielt, 1,5 Wills gleich mal von Anfang an vorne sind. Also das ist einfach super, super strong. Und die Frau Mahlzahn ist mal hier quer durch die Base geritten. Die weiß jetzt auf jeden Fall von einem Lumbercamp, die weiß von einem Goldarbeiterlager und die ist jetzt Feudalzeit und da kommt die Kaserne leider erst. Okay, die Kaserne hätte früher hoch müssen, dann hätte jetzt schon der Stall gebaut werden können. Das ist ein bisschen schade, weil so kommen die Scouts leider erst relativ spät. Wenn sie da jetzt pünktlich gewesen wäre, wäre da gut Schaden möglich gewesen, weil Mathis ist halt super offen momentan noch in der Base. Und ich glaube, das ändert sich auch nicht so schnell.
Ja, vorne ist schwierig, ne? Aber was, rechts und links hat er ja zu. Ne? Ja gut, aber Scouts, die rennen halt rein. Ja, das stimmt schon. Hey, 50 Jahre. Da kommt tatsächlich die Schießanlage von Sir Mattes. Hast du ans, hast du ganz nach vorne gespult? Ja, ja, ich bin ganz nach vorne. Okay, gut. Ja, ja. Na ja, macht er einer, oder? Ja. Jetzt kommt auch der Stall, also beide theoretisch relativ gleichzeitig mit der Produktion von Militär möglich. Mattes einen Dorfbewohner vorne momentan, aber dafür mit zwei Eideldorfbewohnern. Die Mauern sind bei Frau Malzahn aber tatsächlich gleich zu und bei Mattes ist da noch einiges offen. Jetzt mal schauen, wie es ausschaut. Beide noch ohne Produktion von Militär momentan unterwegs. Schade. Ja, bei Mattes sind sogar vier Untätige. Ne? Der ist ein bisschen... Oh, da ist sogar neben der Kaserne offen bei Mattes. Also selbst wenn er jetzt wollen würde, ist da immer noch offen. Also theoretisch kann man hier mit Scouts wirklich viel machen. Frau Malzahn momentan idle im TC. Wartet sie jetzt auf das, auf die Nahrung, um hochzuklicken tatsächlich? Ah, da wäre es schon besser, einfach nochmal einen Villager zu bauen. So fällt es jetzt halt arg zurück, was die Villager-Anzahl angeht. Hier ist jetzt schon zwei hinten statt nur ein. Ah, das gefällt mir leider nicht so mega gut, dass sie hier Idle Time im TC macht. Das sollte ihr Trainer, der Lestrüm, dann doch nochmal fixen, würde ich behaupten. ja, und auch die Scouts hätten hier natürlich super viel Ärger machen können. Jetzt sieht sie auch eigentlich, hier sind Bogenschützen drin. In der Archery Range, aber wenn man keine Scouts baut und dann tatsächlich in die nächste Zeit gehen kann, was sie jetzt theoretisch gleich kann, wenn sie hier den Marktplatz hochkriegt, schade, dass sie nicht die Schmiede baut für die Upgrades, dann kann es natürlich sein, ihr habt Instant Ritterzeit, dass wenn Mattes jetzt hier keinen Schaden macht, sie einfach tatsächlich Ritter bauen kann und dann sieht das Ganze gar nicht so bad aus. Da kommt noch die Schmiede hinterher. Ja, jetzt braucht sie noch ein bisschen mehr auf Nahrung vor allem und auf Gold. Und dann sieht das Ganze gar nicht mal so schlecht aus. Hm. Nur schade, dass sie jetzt wirklich die Marktplatz gebaut hat. Der wäre besser in Felder investiert gewesen. Ja. Nochmal ein Haus. Ja, Feld wäre mir lieber. Also sie braucht 6 Felder, um das Dorfzentrum am Laufen zu halten. Und dann, glaube ich, nochmal 6. Nee, oder 8 sogar. Also ja, da bin ich jetzt leider der falsche Ansprechpartner. Ich glaube 8 für nochmal die Knights. So, und jetzt kommen hier 9 Archer und ein Scout nach vorne. Ja, und da ist die Frage, was machen die jetzt? Können die wirklich rein? Ihr habt Aussetzer. Oh nein, der Stream hat Aussetzer. Das ist nicht dein Ernst. Das ist so nervig. Ja, ich sehe das hier auch. Aber der Stream läuft ja auch nebenher parallel woanders. Und da sind die ja noch ganz weit hinten. Ja. Das ist ziemlich scheiße. Das liegt aber nicht an uns. Woran liegt? Doch, doch, doch. Das liegt... höchstwahrscheinlich an mir. Nein. Weil mein Upload eigentlich okay sein müsste. Ich verstehe es nicht. Ja, jetzt kommen ja im Stream erst die Sachen an. Schön nachgewollt auf jeden Fall von Frau Malzahn an der Stelle. Die ist jetzt auch in der Ritterzeit und es kommen Kamele. Und das ist eben das Problem. Man hat nur Kamele. Die Rüstung von denen ist gegen Archer nicht so besonders toll. Und der Upload ist bei mir tatsächlich leider auch nicht so besonders toll. Das kotzt mich doch schon wieder an. Auf jeden Fall hat Frau Malzahn noch ihren Scout in Sir Mattes Base versteckt. Der da ignoriert wird. Ja, Mattes hat jetzt auch sich einfach zurückgezogen und weiter Archer geballert. Ja, der muss jetzt schauen, dass er in die nächste Zeit kommt, aber er hat auch mehr Dorfbewohner, das heißt, ja, Frau Malzahn muss jetzt auf jeden Fall mit dem zweiten Dorfzentrum ordentlich auch Eco nachpumpen.
So. Ja. Ja, jetzt kommen die Archer nach vorne mit auch ein paar Speerträgern. Finde ich schön, dass Mathis dran denkt, dass da wahrscheinlich auch beim Inder irgendwas auf Pferden kommen wird. Und er hat den Stall, hat er den gescoutet gehabt? Ne, den hat er noch nicht mal gescoutet gehabt. Das heißt, intuitiv einfach mal noch ein paar Speerträger mitgenommen. Ja, und jetzt kann er hier versuchen, Schaden zu machen. Und die Archer sind auch nicht gerade wenige. Frau Malzahn währenddessen nur mit 3 Kamelen. Das wird nicht reichen, um das hier abzuwehren. Also Mathis geht hier auf jeden Fall gleich mal ziemlich all in. Verliert Frau Malzahn hier mehr als diesen einen Dorfbewohner momentan nicht. Kamele sind jetzt quasi gänzlich schlecht dagegen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich wollte jetzt eigentlich was Berittenes machen, dann ist es aber jetzt doch, wäre besser dann jetzt auf Lenker umzuschwenken? Oder trotzdem? Naja, wenn die Kamele jetzt Upgrades hätten aus der Ritterzeit, könnten die das auch clearen? Oder auch wenn da genug Kamele produziert worden wären? Frau Malzahn hat ja auch momentan Ressourcen, um weiter zu pumpen. Macht sie aber noch nicht so richtig. Und das Wallen bringt natürlich auch nicht so mega viel gegen die Archer, was sie jetzt macht. Also dann musst du irgendwie einen anderen Weg finden, um das hier zu verteidigen. Ja, und das sieht jetzt schon sehr, sehr bösartig aus, was hier gerade in Frau Malzahn Space passiert. Jetzt kommen die Kamele raus. Und nicht in die Pikiniere. Da ist auch ein Plänkter dabei, noch 2 Plänkter kommen dazu. Aber natürlich ist es schwierig, wenn da hinten dran auch noch die Schwerkämpfer drauf knallen, dann sind die Kamele schnell down. Da ist jetzt nicht viel gefallen von Mathis gerade. Ja, und jetzt ist er auch in der Ritterzeit, ne? Ja. Wird jetzt auch nicht schöner werden. Nee, da bekommt direkt das Upgrade auch von Mathis und... Schwierig, überrascht mich jetzt. Ich hätte gedacht, dass das Frau Malzahn irgendwie souveräner ist. Nachdem ist ja Mathis ja eh so ein bisschen gestrauchelt hat am Anfang. Ja, aber er macht das hier richtig gut. Er hat immer noch super viele Crossbows jetzt übrig und Frau Malzahn muss jetzt wirklich gucken, wie sie das daheim verteidigt bekommt. Und nur dann halt mit einer Mangel vielleicht. Jetzt vielleicht durch das TC so ein bisschen. Aber sie sollte auch nicht unbedingt immer die Dorfglocke läuten. Das ist einfach schlecht für die Wirtschaft. Man hat halt Panik bei so vielen Einheiten in der Base. Wenn man noch nicht mal was Vernünftiges dagegen hat. Ich wäre sehr überfordert. Ja, sie versucht jetzt zu fliehen. Also Mathis könnte auch noch ein bisschen mehr Schaden machen, aber was bei Frau Malzahn halt fehlt, ist wirklich, sie macht gar keine Villager mehr momentan, ne? Also es kommt, der Villager-Vorsprung von Mathis wird immer größer, der hat daheim noch ein zweites TC gebaut, baut jetzt eine Universität, vermutlich für Ballistik und bei ihm läuft, wenn du oben hier schaust, die Produktion sowohl der Archer als auch der Dorfbewohner durch. Und da gar nichts mehr. Bei ihr passiert gerade nicht mehr. Hat sie auch ihre Steinarbeiter abgezogen. Vielleicht hätte sie noch eine Burg irgendwo bauen wollen. Ja, sie hat sehr viel Gold. Könnte den Markt nutzen, um so ein bisschen Stein zu kaufen und sich da daheim ein bisschen Ruhe zu verschaffen. Ja, das stimmt eigentlich. Mit einer Burg oder so. Ja. Aber das... Was plant sie denn? Ist die Frage. Ja. Ja, ich glaube, sie plant gerade gar nicht viel. Sie versucht nur irgendwie aus dieser Misere rauszukommen. Jetzt kommen wieder Dorfbewohner raus. Aber es sind jetzt halt auch schon 17 Dorfbewohner mehr bei Mathis. Das ist einfach ein, ja, eineinhalbfache Eco, die Mathis da hat. Hey, hey, hey.
Das nervig. Bogenschützen kann ja auch nicht sein. Ja, es kommen auch immer noch welche nach. Mathis, der sammelt hier schon. Und Mathis geht hier auch mit zwei Dorfbewohnern irgendwie nach vorne. Was sieht er denn sonst so von der Map? Ja, da könnte er vielleicht noch ein bisschen mehr scouten. Der Scout, der hier die ganze Zeit an das Haus klopft, könnte da mal die Map-Control sichern und sich mal, könnte mal auf die Suche gehen nach anderen Spots mit Gold und Stein und so. Ja, und Frau Malzahn, da kommt jetzt mit der Castle. Burg, boah, das ist der... Sieht er die oder läuft also er gerade dran er, vorbei? Er ist dran vorbeigerannt. Also er sieht auf jeden Fall, dass die da gebaut wird. Das kann jetzt natürlich noch ganz nett werden, dass er da gerade einfach rausläuft. Ja, das wäre ein entscheidender Vorteil. Also ich denke, geht auch hoch, wenn er jetzt nicht gerade reinrennt. Ja, jetzt macht er noch eine Quick-Wall-Session-mäßig irgendwas. Quasi. Oder vielleicht auch noch so ein Haus. Ja, aber die... Gut. Okay, da ist die Burg oben. Also nochmal reinrennen wird schwierig. Zumindest von der Seite. Macht er jetzt aber auch nicht, sondern läuft außen dran vorbei. Ja, ich weiß auch nicht, was er da... Er baut eine Waffenschmiede auf der anderen Seite der Map. Wo hättest du denn die Burg platziert? Ja, ich hätte die auch genau da platziert, einfach so aus Panik. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil hier vorne an das rechte Gold, da ist ja schon das TC und da kommt sie auch nicht hin, weil es voll steht. Oder hier auf diesen Hügel, so mittig. Aber da muss vor die Base, meinst du? Ja, aber da muss er erstmal hinkommen mit den Dorfbewohnern, genau. Also ich finde die jetzt nicht so schlecht. Die bringt jetzt vielleicht auch nicht so viel, aber... Ich finde die für den Moment nicht super bad, aber im Endeffekt schützt sie halt nur diese Woodline und ein bisschen von der Food-Eco. Und das Gold da vorne... Also ich hätte mir fast gewünscht, dass sie hier irgendwie... Diese Mühlen und Häuser und so weiter abreißt und da dann die Burg hinsetzt, da vorne hin. Ja. Dann wäre das nämlich jetzt auch mit, keine Ahnung, diesen Mangeln, die jetzt rauskommen, überhaupt kein Thema gewesen, zum Beispiel. Ja, das stimmt. Ja, aber aus dem Panikmoment, wo man nicht wusste, ob er jetzt noch länger mit seinen Schützen da drin bleibt oder nicht, hätte ich die, glaube ich, wahrscheinlich auch einfach dahin gepackt, wo es ein bisschen Platz gibt. Ja. Und wo Dorfbewohner die schneller erreichen können. Sie geht jetzt raus, macht ein schönes Dorfzentrum, das hier nochmal Stein und Gold sichert, aber sie braucht natürlich auch irgendwas gegen diese Mange. Oder diese Mangen, die jetzt kommen. Jetzt Elite-Plänkler. Also Plänkler sind am Start, aber gegen die Mange natürlich jetzt nicht das Mittel der Wahl. Sie hat super, super viel Gold. Sie hat einen Markt, den sollte sie eigentlich nutzen, um da jetzt irgendwas damit zu kaufen noch. Kommen ja auch. Was sollte man denn dann als Inder für Einheiten bauen? Also, sind dann die Kamele, wenn die abgegradet sind, gut? Oder ja, die sind super. Die haben sogar in der Imperialzeit imperiale Kamele, also bessere Kamele als die schweren Kamele. Wobei man sagen kann, dass die sarazenischen Kamele nach dem neuen Patch sogar stärker sind, obwohl sie nur schwere Kamelreiter sind. Statt imperiale Kamele. Aber ja, es ist schon die Einheit, auf die man gehen möchte, mit auf imperiale Kamele. Oder eben Handkanoniere sind auch ziemlich stark bei denen. Aber halt nur, wenn man gegen Infanterie spielt. Kann auch gut sonst Pferde spammen. Also auch Husare sind jetzt nicht schlecht. Die bekommen nämlich auch Durchschlagsrüstung. Also Einheiten aus dem Stall bekommen insgesamt Durchschlagsrüstung. Das heißt, also die Husare sind jetzt nicht schlecht gegen die Bogenschützen grundsätzlich mal. Und vielleicht auch gegen für die Mangen, weil ein TC ist jetzt schon down. Und ja, wird ganz schön weggeholt. Ja, weggesprengt. Haben die Mangen immer so eine weite Reichweite? Das ist ein Wahnsinn. Nö, über das den ist Wald ganz normal. Drüber, das ist ja. Naja. Ja, das sind jetzt halt auch schon 4 Stück plus eine Ramme. Also momentan sehe ich nicht, wie Frau Malzahn das hier aufhalten möchte. Die Eco spricht auch für Sir Mathis. Der geht jetzt hier Castle Age All In, baut noch ein paar Pikeniere hinten dran. Also. Es ist sehr, sehr schwierig, das jetzt hier noch aufzuhalten. Ja, total. Ja, also eigene Mangen wären hier die Möglichkeit für Frau Malzahn, die auch genug Gold dafür hätte. Und jetzt noch ein defensiver Siege-Workshop wäre nicht schlecht. Sie geht stattdessen, aber jetzt glaube ich einfach nach vorne, wenn ich das richtig sehe. Und der Move gefällt mir eigentlich ganz gut. Nein, geh nicht darüber. Nein, sie geht uns...
Das zweite Lager. Schade, wenn sie jetzt einfach bei Mattis hinten reingerannt wäre. Ja. Das hätte gut Damage machen können, aber ich glaube, sie will irgendwie die Sachen clearen, die hier rumstehen. Ja, kann man auch verstehen. Total. Aber mit viel zu wenig Einheiten dafür dann wahrscheinlich, weil wir dann halt hinten reingehen bei ihm wirklich die bessere. Weil, ja, nur bei. Jetzt die Plänkler werden natürlich von den Mangen komplett gefressen. Ja, sie wäre auch bei ihm hinten reingekommen, da ist auch schon offen. Ja, also sie findet momentan kein Mittel gegen das, was hier passiert. Ja. Und damit ist das Spiel vorbei. Auch schon vorbei. Ja. Krass, schade. Mattis hier mit einem starken Push, mit einem klaren Gameplan. Moin. Guten Tag. Ja, hallöchen. Herzlichen Glückwunsch, Frankfurter. Diese Final Front. Die Frankfurter Front hat mal wieder gesiegt. Okay. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Dankeschön. Ja, GG. GG. Mathis, hast du dich gefreut, als du die Chinesen bekommen hast? Ja, das ist jetzt so eine Sache, ne? Ich habe auch richtig den sloppy Start gehabt. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Häuser gebaut am Anfang, weil ich es voll vercheckt habe. Ich bin erstmal mit 7 dann auf Nahrung, weil ich das noch irgendwie im Kopf hatte, dass man ein bisschen schnell Nahrung kriegt. Aber ja, ich war dann irgendwann ein Haus zwischendrin und dann habe ich vergessen, eine Woodline zu bauen. Das war. Aber an sich fand ich es geil, wegen Archer halt. Ja, ich fand's scheiße, weil ich hatte keine Ritter. Ja, das hab ich auch, das hat mich so gefreut, wie ich die Kamele gesehen habe. Gedacht, scheiße, stimmt, die können ja gar keine Ritter bauen. Ich musste halt auch erstmal den Tech Tree aufmachen und dann so, ach scheiße, was mache ich denn jetzt? Oh Mann. Ja. Ja, das ist natürlich ätzend, aber. Ja, das ist ja auch. Das ist schon Sith-Win auch für mich, oder? Ich meine, Chinesen gegen. Ja. Auf jeden Fall. Inder weiß ich nicht, was man da großartig machen soll gegen. Also Inder sind gehen schon Dinge. Also ich meine mal, wenn jetzt Frau Mahlzeit einfach ihren Scout Rush, also das war eine Scout Build Order, zumindest vom Timing her. Ja, ich war irgendwie total dumm. Dann hab auch einen Scout gebaut und dann, ach nee, mach ich doch nicht. Keine Ahnung. Also hättest du die Scouts gebaut, hätte Mattis zu dem Zeitpunkt echt Schwierigkeiten gekriegt. Ja, ich dachte, weil ich hatte echt einen scheiß Start wegen den Chinesen. Ja, dein Anfang war echt super sloppy. Ja, übelst. Ja, ich weiß auch nicht, was ich da zusammengewurschtelt habe, aber gut. Ja, also es gab schon Möglichkeiten, dass man das auch hier gewinnt, aber grundsätzlich Chinesen natürlich mit das stärkste Volk auf Arabien überhaupt. Und also schwierig da als Inder was zu machen, ist halt einfach auch kein gutes 1-gegen-1-Volk, muss man sagen. Ja, trotzdem gut gespielt auch von Frau Malzahn. Wirtschaftlich alles sehr, sehr gleich auf. Die Einheitenwahl und die Konsequenz, in der Einheiten produziert wurden, hat dann auf jeden Fall den Unterschied gemacht. Und Mattis natürlich auch mit einem starken Push dann am Ende. Da wusste Frau Malzahn, glaube ich, einfach auch nicht mehr so richtig, was er da jetzt noch tun soll. Ne? Ja, mit so viel Bogenschützen in der Base, ne? Also der kann nur wenig Schmeißen halt auch gegen Bogenschützen, ne? Also. Ich hasse halt auch Bogenschützen. Ja, ich auch. Ich finde auch nie eine richtige Antwort darauf. Ja, ich auch nicht. Deswegen würde ich die gerne gut spielen können, aber ich kann es halt nicht. Ich auch nicht. Wenn ich Bogenschützen spiele, sind die richtig scheiße. Ja, voll, die machen halt nie irgendwas. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und machen keinen Schaden und ich denke mal so, ja, weiß ich nicht. Ja, ist halt intensiv, ne? Ja, ich habe schon eins aufgemacht, schon mal für uns. Okay, dann erstmal noch die Frage an Frau Malzahn jetzt natürlich. Was für eine Map möchtest du denn gerne spielen? Oh ja, genau. Das ist jetzt spannend. Ich gar nicht. Es ist noch übrig, Coastal Mountains, Goldgrube, Land Madness, Tal, Vier Seen und Versteck. Genau. Allem nicht so gut. Machst du zufällig oder machst du es von der Karte abhängig? Ich mach zufällig. Außer wenn wir jetzt eins. Ja, pick erstmal die Karte, vielleicht bei 1, 2. Also die offizielle Reihenfolge wäre ja, dass, also wenn man sich jetzt dran halten möchte und ihr auch keine Absprache einfach treffen möchtet, wäre, dass Frau Malzahn auch als erstes sagen müsste, ob sie zufällig spielt oder nicht. Aber. Ja, ich wollte schummeln. ich würde, glaube ich, sowas nehmen wie Vier Seen vielleicht. Okay. Ja, okay. Dann Vier Seen. Und du nimmst zufällig? Ja, Vier Seen nehme ich zufällig. Okay, dann nehme ich auch zufällig. Und beide zufällig. Das ist ein bisschen zufällig, ein bisschen schwierig, finde ich.
Bei Coast to Mountain, weil dann kann man schnell abkacken. Ja, ich kann überall abkacken, aber wir sehen das gleich. Machen wir schon. Das also ich habe wieder Rocket Cup, habe ich wieder. Frau Martha, ich kann dir nur noch mal sagen, der Sir Mattis hat letztes Mal auf wir sehen kläglich verloren. Nein, nicht kläglich, das kann man nicht sagen, aber vielleicht als Motivation dafür. Ja. Das sind, Ne, du hast nicht kläglich verloren, Mattis, das habe ich nicht gesagt. Bist du noch da, Mattis? Du hast gut gespielt. Mattis, magst du mich noch? Ausgegangen. Ganz toll. Den Gamepin geschickt, dass jeder findet das dann bei Discord. Ach so, gut, weil ich finde es nämlich auch schon wieder nicht. Moment. Ich auch nicht. Discord. Wo hast du den geschickt? Ah ja, ich sehe es. Auf Discord. Ah ja. In die schwarzes Brett, glaube ich. So alles so. Klar. Perfekt. Wunderbar, so wird es auch gleich gefunden. Zu doof. Wo finde ich das? Ja, bei uns im Discord-Channel einfach. Ich hab's ja auch nochmal geschickt. Ach da, jo. Okay, ich brauche mal ein bisschen länger. Kein Problem. Kann ich irgendwo her. Steht jetzt wohl bei mir Arabien noch. Ach so, ja, ich hab das noch nicht umgestellt. Ach so, okay. Und, sorry. So, vier Seen. Cross. Zu den Wubli-Spielern, ne? Cross. Ja, machst du zufällig auch, ne? Oder willst du was werden? Okay. Nee, ich mach dann auch zufällig. Seid echt riskant. Vielleicht bitte. Nur wenn ich sicher weiß, dass ich eh verliere, dann würde ich zufällig spielen. Ansonsten wäre es mir viel zu heikel, dass ich dann keine Ritter hätte. Ja, ist auch. Aber gesehen, ne? So habe ich wenigstens eine Ausrede, wenn ich verliere. Ja, das stimmt auch wieder. Kann ich es darauf schieben. Ja, gut. Sonst noch was? Sonst gehe ich jetzt schon mal raus und können wir zocken. Okay, nee. Dann viel Spaß euch. Ist gut. Meinst du mich wieder raus? Ja, ich schmeiß dich wieder raus. Jo, danke. Ciao, ciao. An Tim übrigens, ich habe momentan für alles für das aktuelle Spiel auch eingetragen, falls du jetzt gerade in der Statistik rumgedönst. ich mache das einfach noch für das Spiel und dann habe ich es einfach für mich mit meiner Reihenfolge am Start und dann machst du Ölwert gegen Dingo Dynamite, oder? Gut. So, Tama, was denkst du denn? Ist da nochmal eine Chance da? Oh. So für Frau Malzahn? Also das erste Spiel war jetzt ja doch ziemlich überzeugend, was Sir Mattis da getan hat. Das stimmt wohl. Also ein bisschen schade. Da habe ich das Gefühl gehabt, dass ich die Frau Malzahn schon in besserer Form gesehen habe. Also dass sie da schon mal wirklich zackiger war, so ein bisschen. Und vor allem nachdem der Sir Mattis so ein bisschen geschwächelt hat am Anfang mit dem Start. Und manchmal läuft es halt scheiße, ne? Das Spiel ist übrigens da. Ja, ich bin genau schon drin. Ah ja, okay. Genau, und wir sehen Sir Mattis mit den Teutonen und die Frau Malzahn hier mit den Koreanern. Was würdest du denn von den beiden Sifs halten, wenn du die bekommen würdest? Boah, keine Ahnung, was? Teutonen und Koreaner. Der Koreaner ist, glaube ich, was mit Schießen auf jeden Fall, da würde man Bogenschützen machen. Ich habe, glaube ich, da eine ganz dunkle Erinnerung, hatte ich mit Maret mit Koreanern getötet. Waren das nicht Koreaner? Oh, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Und die Teutonen, die haben starke Burgen, oder? Kann es sein? Ja, die haben starke Burgen, die haben die teutonischen Deutschritter, die haben auch starke Paladine. Also jetzt auch kein klassisches Schützenvolk, die Teutonen. Hm. Also die haben Armbrustschützen, aber mehr halt auch nicht. Und vegane Mayonnaise macht sie schon im Chat vor. Die Teutonic Knights sind natürlich richtig, richtig stark, wenn man viele davon hat. Die sind zwar relativ langsam und können von allerlei Archern getötet werden. Ja, und Frau Malzahn hier jetzt auf einem Volk, das eigentlich auf Schützen ist. Und wir hatten es gerade ihr habt euch beide darüber unterhalten, ja, diese Schützen, die liegen euch nicht. Oh, und jetzt. Ich hatte auch einen ganz schwierigen Vorflör. Ja, liegt jetzt am Ende gar nicht so schlimm, wie es sein hätte können, aber. Ja, das stimmt. Ja.
Gut, es geht natürlich aber auch hier darum, möglichst früh Fische zu holen und Frau Malzahn hier natürlich mit einem extrem geilen TC-Spot für sie. Mm. Also sie könnte hier eigentlich komplett zu ihrem TC wallen und hat einen ganz, ganz safen Hafen hier hinten und kann sich komplett diese eine Ecke eigentlich schnappen. Mhm. Und ja, das ist wirklich schick. Da hat sie Mattes auch fast kurz jemanden verloren. Aber alles geht gut. Mattes bisher ohne Mühle. Das heißt, vielleicht baut er tatsächlich als erstes den Hafen. Wie ist es bei Frau Malzahn? Die hat gerade eine Mühle gebaut. Und die hat aber auch hier die Straußenvögel direkt neben der Mühle. Also das ist wirklich eine Traumbase, die die hier hat. Auch mit dem Backgold und so weiter. Also daraus kann man wirklich, wirklich was machen. Das ist eine der schicksten Bases, die ich in letzter Zeit gesehen habe, finde ich. Also das stimmt. Das haben wir nämlich jetzt vorhin gar nicht auf das Base-Building geachtet, ob die nämlich schön aussahen. Ne? Das, das ist nicht mein Gebiet, da kann ich jetzt nicht viel dafür. Das stimmt. Ich finde auch hier das Stein angeordnet in einer X-Form auch toll. Mm-hmm. Also wirklich, da muss man sagen, da hat der Map-Generator, hat er meine... Der Herr Generator hat da ordentlich was Schönes geliefert. Ja, auf jeden Fall. Ja. So. Ne, aber da. Hat das jetzt eigentlich auch schon mit genug Holz, um mal Fischerboote zu bauen oder einen Hafen? Geht er jetzt auch dahin? Ja, da kommt der Hafen. Er scoutet auch schon bei der Gegnerin, könnte jetzt hier das Wildschwein mitnehmen in der Theorie, macht er nicht. Das Wildschwein kommt aber unter das TC, Frau Malzahn ist am Start. Sir Mattes aber jetzt auch schon mit zwei Dorfbewohnern vorne und das Wildschwein will nicht so richtig. Das lässt sich auch nicht so richtig anschießen, jetzt mit zwei Villagern geht's einigermaßen. Ja, das liegt dafür richtig schön, das Wildschwein. Ja. So, aber der Hafen macht natürlich einen riesen Unterschied, weil das ist ja quasi wie so ein zweites Dorfzentrum, aus dem dauerhaft Boote rauskommen können. Und wenn Sir Mattes das hier gut nutzt, könnte ich mir gut vorstellen, dass er hier schnell noch mehr in Führung geht, was die Echo angeht. Das, ja, also Frau Malzahn momentan nicht jetzt langsam mal mit genug Holz, um tatsächlich auch so einen Hafen bauen zu können, aber insgesamt nur mit 4 auf Holz. Vielleicht ignoriert sie ja hier tatsächlich auch ein bisschen das Wasser, was mich wundern würde. Ich glaube, dass, ja, wenn sie das vor allem bewusst auch wählt, dann sollte man doch Wasser mit einbeziehen. Aber sie baut ja lieber unten nochmal so ein zweites Holzfederlager. Das kann sie auf jeden Fall machen. Ja, das ist auch nicht schlecht. So ein bisschen... Ja, bei Mattes jetzt eben halt schon diese... Bei Mattes jetzt schon auf 24 Dorfbewohnern, auch mit den Schiffen. Mit den Schiffen zusammen. Ja. Und jetzt Frau Malzahn will den Scout killen. Ah, schafft's nicht ganz. Hatte hier noch mit den zwei Villagerinnen, zwei Dorfbewohnerinnen angefangen, Messerstiche auszuteilen. Ja, jetzt reicht auch. Haben wir's getroffen. Joa. Der war ja fast gestorben. Ja. Hat nicht viel gefehlt. Aber Mattes Frau jetzt Malzahn mit Feudalzahn, Feudalzeit. Und jetzt auch Frau Malzahn. Mattes jetzt mit 3 Dorfbewohnern mehr. Dazu gehören 2 Fischerboote, das heißt eine normalerweise auch noch mehr. Also richtig viel aus den Fischerbooten hat er bisher nicht gemacht. Jetzt kommen aber nochmal 3 nach und das finde ich gut, dass er da nachlegt. Hm. Bei Frau Malzahn kommt jetzt aber auch der Hafen. Ja, sehr gut. Wie sinnvoll findest du es, dass man da schon relativ früh sich einen zweiten Hafen sichert? Also schon ziemlich früh? Oder würdest du sagen, es reicht, wenn man da halt sein einen erstmal hat und sein einen einen See? Wenn der Gegner sich 3 von diesen Ponds sichert, dann ist es eigentlich schon fast GG. Wenn 2 gleichwertige Spieler spielen, würde ich behaupten. Also, ich sag mal, auf dem einen Hafen, auf dem einem See brauchst du auch nicht mehr als 5, 6, vielleicht 7 Fischkutter bauen, weil irgendwann ist da auch die Nahrung leer gefischt. Ab da musst du eigentlich auf den nächsten See gehen, würde ich behaupten, damit es effektiv oder halt bleibt. Auf, wie heißt die nochmal? Diese Dinger, die Netze.
Ach, auf die Reusen dann. Das, ja, das kostet Reusen halt dann wieder. Oder dann lieber. Kostet halt wieder Holz, ne? Also da brauchst du dann wieder Holz dafür. Aber also. Ist es besser, dann auf Reusen zu gehen, als auf Felder? Wenn du schon die Fischerboote hast, dann musst du die auch nutzen. Mhm. Also du musst dann auf jeden Fall was mit denen machen, klar. Ja, du kannst natürlich aber auch auf vier Seen mal beim gegnerischen See vorbeischauen und da einfach mal zwei, drei Feuergalernen bauen, um den zu stressen, ne? Also das ist auch durchaus möglich. Aber hier macht es ja noch niemand Anstalten, einen weiteren... Wobei doch, Mattis steht hier oben an dem rechten Becken und guckt da romantisch auf die See. Was haben wir denn heute hier? Schnapper wieder und eine Dorado auch noch. Dorado springt vielleicht ein bisschen höher als der Schnapper. Wir hatten da letztes Mal ja schon eine Fallstudie. Also Dorado da war ist ja auch der Lachs, ne? Der Lachs, der ist ungeschlagen. Schauen wir mal, ob wir da hier noch eine blicken oder ob es nur Dorado und Schnapper heute sind. Ja, sieht nach Schnapper und Dorado aus auf den Seen. Ja, und hier der Küstenfisch natürlich. Auch der Küstenfisch. Der springt natürlich auch ein bisschen vor sich hin. So. Kein Lachs, Wahnsinn. Bei Frau Malzahn jetzt auch wieder. Oh, wie findest du denn die Schießanlage? Mein O hat es schon ein bisschen verraten. Schwierig. Aber ich meine, wahrscheinlich war das, damit sie schnell hochklicken kann, oder? War das der Plan? Nö. Warum hat sie denn die das so unkoordiniert in die Ecke gestellt? Ja, die ist halt ganz weit weg vom Gegner, ne? Also weiter weg kannst du sie ja gar nicht bauen. Die brauchen ja ewig, also, bis sie mal beim Gegner sind. Schwierig. Aber ich meine, so sieht der Gegner die wahrscheinlich auch lange Zeit nicht. Mattis jetzt. Und zumindest ist sie aber zu, ne? Muss man auch mal sagen. Und Mattis ist hier. Ja. Der ist dabei. Hat er auch. Ja, ist dabei. Der hat aber allerdings schon 5 Scouts, hat seine Eco gut genutzt, um Militär zu bauen. Ist hier komplett auf Wasser unterwegs. Ist jetzt zwar Haus, aber der hat 10 Fischerboote gebaut und das macht eben den Unterschied bei 28 zu 40 Dorfbewohnern momentan auch. Ja. Also das merkt man halt ganz schnell, dass es einfach immer, wenn Wasser im Spiel ist und da Fisch drauf ist, sich lohnt, das mit einzubeziehen. Die Schießanlage steht sicher, ja. Ja, der Stream ist leider jetzt so ein bisschen hinten dran. Das ist natürlich schade. Was macht Mattis denn da für eine Wall auf? Das ist ja. Hä? Oh, gerade ist wieder abgebrochen. Weil im Stream sieht es ganz furchtbar aus. Aber das sind wir ja auch nicht gleich auf. Wir sind nicht gleich auf. Nee, ich habe auch nicht seine Ansicht. Die Wall von Mattis, weil da könnte er ja auch einfach zu diesem kleinen Wald und dann weiter. Aber er macht ja hier irgendwie. Ja, er sieht halt den Rest der Karte nicht. Das ist das Problem. Ja. Jetzt steht er da mit den Scouts. Frau Malzahn sieht es auch. Und ich hoffe, dass sie jetzt das Palisadentor sperrt. Yep, hat sie gemacht. Und jetzt hat sie natürlich hier Schützen dahinter. Mattis könnte längst in die Feudalzeit geklickt haben. Währenddessen in die Ritterzeit geklickt haben. Währenddessen ist Frau Malzahn bereits auf dem Weg und verteidigt hier auf jeden Fall auch. Da kommt Mattis dieses Mal nicht rein. Ich sehe auch wirklich kein Loch. Also das glaube ich tatsächlich, dass da alles sicher erstmal ist. Und Frau Malzahn jetzt mit Schützen. Halt, ist das Spiel, wo sie die Schützen lieben lernt? Wer weiß. Der erste Scout geht auch gleich drauf, wenn er nicht aufpasst. Ja. Und er passt auf, haut ab. Wie im Training besprochen, immer die Schießanlage verstecken, schreibt Liz drüben. Okay. Da will ich dann keine Kritik mehr äußern, weil das Trüm hat mich eindeutig wegrasiert. Da sind vielleicht Sachen im Spiel, die ich einfach nicht verstehe. Ja, ist wahrscheinlich so. Ja. Da halt auch dann. Jetzt Crossbow-Upgrade von Frau Malzahn. Zweite Schießanlage kommt auch. Dorfbewohner sind immer noch 17 auf Mattis Seite. Vorne, der ist jetzt auch auf dem Weg in die Ritterzeit und der baut hier noch
weitere Fischerboote in diesen einen See hier oben rein. Aber so viel zu fischen gibt es da das gar nicht wahrscheinlich mehr. Nee, es war also jetzt schon kalt. Finde ich tatsächlich keine gute Variante. Ja, da hätte er schon längst einen anderen einnehmen können. Aber hat er, guck mal, hier unten links oder rechts in der, ist er von der zweite. Genau, aber da muss er jetzt das Holz reinstecken und nicht in den anderen See. Und Frau Malzahn hat auch diesmal auch wieder ihren Scout in seiner Base reingesneakt. Der hier irgendwie... Der steht da. Ja. So, Frau Malzahn jetzt mit 5 Crossbows. Die Scouts kommen hier nach wie vor nicht rein. Zweites TC kommt auch von ihr. Was ist ihr Plan? Was denkst du? Bleibt sie defensiv oder kommt sie irgendwann auf die Idee, ich gehe jetzt auch mal in die Offensive? Ich weiß halt nicht, ob sie sich mit den Schützen traut, ne? Wenn sie da nicht so viel weiß, aber ich... Ja. Also das Schöne ist, bei den Koreanern, die bekommen seit dem letzten Patch alle Defensiv-Upgrades für die Schützen für umsonst, direkt beim Erreichen des Zeitalters. Ah ja. Das heißt, die Defensiv-Upgrades hat sie schon drauf. Die sind leider bei den Schützen aber nicht die wichtigen Upgrades. Also schon auch nicht schlecht, aber es ist super wichtig, dass sie jetzt noch die Offensiv-Upgrades macht. Sonst wird sie gegen irgendwelche Ritter überhaupt keinen Schaden mehr machen. Und da kommen auch schon Ritter von Sir Mattis raus. Und der ballert jetzt hier aus zwei Stellen Ritter. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auf Dauer nicht gut endet, wenn Frau Malzahn jetzt nicht hier wirklich auch aus der zweiten Schießanlage... haben die sich hier eingebaut. Die Schützen stehen hier eingequetscht zwischen Haus und Schießanlage in so einem kleinen Loch hinter der Goldmine. Ja, das ist immer nervig. Ja. Dritte Schießanlage kommt. Ja, okay, wenigstens geht sie dann voll auf Schützen. Uni kommt. Also theoretisch macht sie viele Dinge richtig. Jetzt muss Ballistik noch drauf und halt die Offensiv-Upgrades werden super wichtig. Und dann muss aber auch die Schützen müssen natürlich auch besser produziert werden noch. Da müssen mehr jetzt kommen. Aus allen Löchern müssen die krabbeln. So, und jetzt geht sie gerade raus, als gerade hier die Knights ankommen. Und gehen nicht zurück, gehen nicht durch diese Tür. Oh Gott sei Dank. Wer macht denn nicht? Aber gut. Aber das Tor hält auch nicht lange. Ja, und sie macht jetzt halt nicht viel Schaden, weil sie nicht die Offensiv-Upgrades drauf hat, ne? Das ist einfach viel zu wenig Schaden, den sie hier macht. Das wird so nicht funktionieren. Da kommt ein Haus, kommt noch ein Haus nebendran, ja, die Quickwall sitzt. Und eigentlich ist es jetzt auch geschickt, dass diese Armbrustschützen hier in diesem sehr geschützten Bereich auf die Knights draufschießen können. Das ist mal Voraussicht. Da hat der Trainer Lestrüm offensichtlich gut gearbeitet. Aber das mit den Upgrades müssen wir vielleicht nochmal besprechen. Ne? Also das wäre wirklich wichtig, wenn hier aus der Schmiede die Upgrades für die Schützen kommen würden. Weil so fressen die Knights kaum Schaden, ne? Hier schießen schon die ganze Zeit Schützen drauf. Schau dir mal an, wie viele Lebenspunkte die bloß verloren haben. Das ist fast nix. Ja. Das ist leider nicht gut. Sie braucht unbedingt dieses Upgrade. Ja, das macht sie noch das Upgrade für die Schützen, dass die schneller schießen. Auch gut, aber viel wichtiger noch Schmiede-Upgrade. Währenddessen Sir Mattis auch mit zwei Häfen jetzt am unteren See. Schwierig. Aber kein Eco-Schaden, also sie verteidigt hier ihre Base sehr schön, muss man sagen. Also da kommt man momentan jetzt nicht so rein. Aber dann also weiter auch schützen mit Angriffs-Upgrades oder dann doch irgendwie Pikiniere bauen. Also hätte sie jetzt Angriffs-Upgrades drauf, könnte Sir Mattis sie überhaupt nicht irgendwie auch nur anklopfen an ihrer Base. Schön, dass sie hier sieht, dass da offen wäre, wenn jetzt die Palisade durchgeht. Sie baut hier ein Haus hin. Also wirklich hellwach beim Verteidigen. Aber es wird halt auf Dauer immer an mehr Stellen jetzt von Sir Mattis angeklopft werden. Und der hört auch nicht auf zu produzieren. Ne? Da kommen ja die ganze Zeit durchgängig die Ritter raus. Wenn du mal auf ihre Einheiten Einreihung siehst, da ist bei Frau Malzahn momentan komplett still. Jetzt kommt das zweite Offensiv-Upgrade drauf. Gut. Das ist super wichtig. Und schon nach dem ersten machen die jetzt mehr Schaden, die Schützen. Also das ist wirklich eine wichtige Sache. Aber an irgendeiner Stelle wird Sir Mattis wahrscheinlich jetzt demnächst reinkommen. Hier oben an dem Haus
könnte es passieren. Da müssen jetzt die Armbrustschützen hin. Ja, und jetzt ist das Upgrade drauf und man sieht, hier fallen plötzlich Ritter. Da hatten halt viel zu wenig Schützen. Oder Schade, also wer wirklich... Aber auch überall die Ritter. Schade. Also wären wirklich von Anfang an die Upgrades drauf gewesen, hätte sie das hier tatsächlich verteidigen können. Ja, so ist jetzt echt schwierig. Ich glaube, das Also das Spiel ist an der Stelle tatsächlich wieder vorbei, aber... 20 Ritter. 20 Ritter, die clearen das normalerweise. Und, wobei, vielleicht... Sir Mathis hat jetzt auch die Ressourcen, um theoretisch Imperialzeit zu kriegen. Hertie fragt, ob schon besprochen wurde, wie schön die Basen sind. Ja, also ich finde, von Frau Mathis war eigentlich wirklich nicht schlecht. War auch gut, ja, gut zu verteidigen. Das ist ja auch immer gut. Also es geht ja nicht nur um Optik, sondern auch um Effizienz. Und würde ich sagen, die hat sie gut gebaut, sodass man die auch lange Zeit gut verteidigen konnte. Wohingegen bei Mathis... Also da kriegt ihr auf jeden Fall Abzüge. Das ist halt die Katastrophe. Auch hinten oben dieser Knick in der Base am Markt. Also... Das ist vielleicht so ein bisschen Avantgarde, wo man sagen kann, wow, da hat mal jemand was architektonisch Neues ausprobiert, aber gefällt mir nicht. So, jetzt schauen wir mal diesen Kampf an hier von Mathis und Mathis und Frau Malzahn. Und da siehst du, die Knights, die haben schon Probleme auf Dauer gegen so Schützen. Ja, auf jeden Fall. Also wenn sie die jetzt rausbekommen, ach, da unten sind noch mehr, scheiße. Ja, aber ich sag nur, wenn diese Schützen, so viel sind da nicht dazugekommen jetzt in der letzten Zeit. Ja. Also wenn die von Anfang an die Upgrades gehabt hätten, wäre das sehr, sehr schwierig gewesen für Mathis da reinzukommen. Wie gesagt, sie hat eine super Base, hat hier alle ihre Ressourcen drin, braucht erstmal nicht raus, die kann hier problemlos Richtung Imp gehen. Und dann eine Castle geht jetzt bauen. Ja auch wieder, ne? Aber ich meine, 60 Dorfbewohner weniger ist halt natürlich schwierig, da jetzt wieder sich von zu erholen. Ja, natürlich. Also das Spiel, müssen wir nicht lang reden, ist an sich aus. Ich bin jetzt aber gespannt, ob Sir Mathis das jetzt hier gedenkt zu beenden. Weil er hat momentan keine Burg gebaut. Will er jetzt einfach reinrennen? Mit den teutonischen Chevalieren dann wahrscheinlich. Könnte ich mir schon vorstellen. Die Burg hier von Frau Malzahn finde ich auch nicht verkehrt, um das Main Gold zu schützen. Und hier vielleicht die Woodline noch. Das ist auf jeden Fall ein guter Spot. Aber Mathis... bleibt aktiv und hat jetzt halt 24 Ritter. Die haben auch mittlerweile alle Upgrades, die man so in der Ritterzeit machen kann als Teutone. Und der wird jetzt hier gleich nochmal reinschneien in die Base. Ja. Schwierig. Ist schon schwierig. Ja, die Schmiede fällt wahrscheinlich auch super schnell. Auch der Wachturm, den sie jetzt hier baut als Koreaner. Gar nicht so doof. Also eigentlich ganz schön gut. Wird das nicht verhindern, sie baut Mauern. Ja, also im Nachwallen ist sie wirklich stark, muss man sagen. Also, da kommt Mathis jetzt vermutlich. Oh, wie knapp das war. So, jetzt kommt da der Tower. Und ja, aber guck, der Markt, der ist, Markt ist halt auch gleich weg. Ne? Da fehlt jetzt halt die Armee in der eigenen Base. Oh Gott. Das ist so der Moment, wo man davor sitzt und denkt, scheiße, ich habe eigentlich auch noch irgendwie Ressourcen, weil sie hat ja auch schon wieder extrem viel Gold, ne? Nee, oder ich bin nee, Holz. Falsch. Holz hat zu viel. Ja, Holz. Sie hat ja noch irgendwie Ressourcen. Und überlegt, kann ich jetzt noch was machen? Soll ich jetzt schon aufgeben? Ist es zu früh? Ja, ich denke, sie wird jetzt noch diesen Fight hier versuchen zu nehmen. Mathis wird den versuchen wahrscheinlich nicht zu nehmen, bevor er nicht Chevalier drin hat. Das Upgrade kommt gerade rein. Und dann, denke ich mal, wird er hier die Armee clearen können. Aber er kämpft ja auch gerade unter der Burg. Sehe ich. Also der schmeißt ja auch gerade ordentlich
weg. Ja, und rechts auch. Also da stehen die nur rum, die Ritter. Mhm. Also... Ja, jetzt unter dem Tower und unter dem TC den Kampf zu nehmen. Das ist nicht so effektiv. Also verliert hier schon ordentlich Einheiten. Ja, richtig viel. Also das kann Frau Malzahn diese kleine Gruppe hier wahrscheinlich sogar noch klären. Mhm. Ah, vielleicht auch nicht. Naja. Ja, und jetzt kommt der Trap. Ah, jetzt ist vorbei. Frau Malzahn sagt, okay, genug gekämpft. Es ist vorbei an der Stelle. Und Frau Malzahn gibt auf. Ja, schade. Hallo. Hallo. Chi, 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 sag ich dir. Mensch, schon wieder schützen. Aber du hast die ganze Zeit. Ich dachte auch direkt so, ich hab Teutonen gesehen und dachte noch so, oh geil. Und dann, ach nee, ich nicht. Ja, ich hätte auch lieber andersrum gespielt. Also, es wäre lustig geworden. Du hättest lieber andersrum gespielt. Tatsächlich. Ich bin die Koreaner gespielt. Obwohl, auf der Map bin ich auch. Ja, dann mach doch das gleiche nochmal und diesmal andersrum. Das würde mich mal interessieren, was da dann passieren würde. Oh, ich habe noch so viele Ressourcen auf der Bank, ich weiß gar nicht. Ich habe nur zwei Stellen. Ja, hättest du mal in deine Base investieren können, weil da kriegst du nämlich auf jeden Fall Abzüge, Mathis. Also, weil das zählt ja hier jetzt auch bei der Bewertung heute. Ja. Und da muss ich sagen, also deine Base, richtig hässlich. Gar nicht schön. Ne? Was hältst du von den Häusern hinter der Palisade? Ist das hübsch oder nicht? Das ist halt so Standard. Das kann man schon machen. Aber, das ist nicht so ineffektiv. Was hältst du von meinen Seen? Ich habe 3 Seen und der letzte ist noch nicht ganz eingekriegt. Ja, die Seen sind schon nicht schlecht. Da frage ich mal Frau Malzahn, warum hast denn du den zweiten See, irgendeinen zweiten See nicht genommen? Ich hätte das theoretisch vorgehabt, aber dann war ich ja schon quasi eingewollt und dachte... Ja, naja. Ich hätte mal ruhig mit den Bogenschützen vorgehen können. So. Zwischendrin hatte ich eigentlich gegen die... Habe ich auch zwischendurch drüber nachgedacht und dann weiß ich auch nicht. Ich kann aber auch Bogenschützen so gar nicht einschätzen, ob die dann gegen Pferde gewinnen und dann habe ich mich nicht getraut. Die kannst du halt nicht einfach so kämpfen lassen gegen Pferde, ohne dass du da achtsam drauf gibst, weil sonst verlierst du die. Aber jetzt gegen die Chevaliere, das ist eigentlich schon wieder... Ja, das ist eigentlich schon ekelhaft gegen die teutonischen Chefs. Ja. Ja, aber dafür war deine und deine Base, Frau Malzahn, war sehr schön. Ja, also hast du richtig schön dich eingemuckelt. Es war auch wirklich, du hast ja auch lange Zeit richtig gut verteidigt. Ne? Also ja, ich bin gar nicht reingekommen, ganz lange. Und vor allem auch den ganzen See den See in der Base gehabt. Da muss man sagen, ja, Mathis hat ja nur einen Teil des Sees für sich beanspruchen können eigentlich. Und du hattest den ganzen See schön in deiner Base. Das eigentlich. Ich hatte mich zwischendurch überlegt, ob ich deinen See Wasser raide, aber es ging nicht, weil ich da nicht rangekommen bin. Ja, und sowas habe ich nämlich befürchtet und deswegen gedacht, ich mache den zu. Aber ja, irgendwann wäre ich jetzt auch mit dem Holz nicht mehr ausgekommen. Ich wollte eigentlich auch hier vorne, wo er jetzt seine Burg hingesetzt hat, noch ein Dorfzentrum bauen, aber soweit kam ich ja gar nicht mehr. Ja, das ist schön, das Boss, da habe ich mir schön das Gold und das Stein denied da. Das ist schon mies. Ja, gut gespielt. Ja, schade, dass es dann doch so schnell zu Ende geht. Mensch. Ja. Naja, aber ist ja nicht zu Ende. Dieses Turnier endet ja gefühlt niemals, von daher. Ich wollte gerade sagen, gefühlt nie. mal so blöd gefragt, wo wir gerade beim Thema, das wird nie enden, das Turnier, sind. Fändet ihr das denn gut, wenn wir tatsächlich mal, wenn jetzt wirklich, es gibt ja jetzt dann doch stärkere Maßnahmen, die Abende vielleicht noch langweiliger machen, als sie momentan sind. Was würdet ihr denn davon halten, wenn wir jetzt sagen, ja, lass doch mal so ein Wochenende machen, wo man quasi so einen kompletten Spieltag abhandeln, wo man sagt, okay, einen dieser Spieltage machen wir jetzt einfach komplett mal an einem Zug durch, so wie bei dem Teamturnier, dass man sagt, okay, zack, irgendjemand wird schon immer an einem Punkt an dem Wochenende Zeit haben, um gegeneinander zu spielen, so. Von mir aus schon. Also ich finde halt, es zieht sich jetzt sonst sehr lang. Ne? Ja, ich denke auch. Also vor allem, weil es ja eigentlich nur so eine Art Vorbereitungsmaßnahme ist für das eigentliche Turnier, so gefühlt, zumindest in meinem Kopf, zieht sich das jetzt doch relativ lang, das stimmt. Und so könnte man das vielleicht ein bisschen verschnellern. Ja. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Das ist ja die Frage, ob man das noch im Dezember hinkriegt. Ne? Oder wenn da mit Weihnachten und so... Theoretisch ist ja schon nächstes Wochenende noch Zeit. Und
Also Kontaktbeschränkungen und so sind ja eh schon. Meinst kommendes Wochenende dann? Ja, könnte man ja schon theoretisch an beiden Tagen zocken. Könnte man theoretisch machen. Ich bin auch ja nächstes Wochenende, also da, eigentlich sind wir ja Freitag auch mit allen Spielen durch, wenn ich das richtig habe, im Kopf habe. Könnte man also in der Theorie vielleicht machen. Ja. Also mir ist es egal, wir können es auch so weitermachen. Ich bin aber auch dabei, wenn wir es an einem Tag durchziehen, halt am Wochenende. Ja, ich bin da auf jeden Fall auch dabei. Es wäre dann ja eh bloß ein Spieltag mehr, also oder weniger. Von daher werden dann, selbst wenn wir das machen, danach ja immer noch 3 Spieltage. Also ich meine, ich finde auch das schön. Es ist sowas, es ist so ein Hobby, dem man regelmäßig nachgeht. Man guckt Spiele, man spielt Spiele. Och. Und der Lockdown geht ja auch noch. Wahrscheinlich bis März oder so, keine Ahnung. Von daher ist es ja auch egal. Ich finde alles gut. Ja, können wir mal überlegen. Eine Abstimmung machen. Eine Abstimmung machen, genau, genau. Ja, ich überlege gerade, ob ich den Stream einfach nochmal neu starte, damit da alles aktuell ist. Und weil die eh noch nicht ready sind. Genau, ich und den einfach mal so von wegen, es geht gleich weiter. Mäßig eine kleine Pause einleg. Ja, das doch. Ja, ich verabschiede mich dann schon mal, ne? Jupp. Ja. Okay. Ja, ein gutes Spiel, Mathis. Gut, dass du uns die Frankfurter Ehre beteiligt hast. Bin natürlich stolz auf dich. Freut mich. Ja, ich habe auch mal verloren. Also muss auch wenn ich es blöd finde, dass, dass du nicht schlechter gespielt hast. Tut mir leid. Okay. Ja, herzlichen Glückwunsch, gut gespielt. Ja, danke dir. Du hast schön gewollt, du hast gut verteidigt, hast alles probiert. War auch nicht so schlecht. Ja, mit Pferden hätte dich platt gemacht, Mathis. Ne? Ja, also, da wird es auf jeden Fall mit ein Rematch irgendwann gefordert werden. Ja, du hast echt ein bisschen Pech gehabt, weil du hast nicht dein bekommen, aber dann muss man picken, ne? Ja, klar, hätte ich ja auch machen können. Bin ich also selber schuld. Alles gut. Alles klar. Ja, gut. Dann, tschüssi. Tag. Tschüss, danke euch beiden. Und Tama, dann sehen wir uns gleich wieder, oder? Oder wir bleiben hier drin und ich starte einfach den Stream neu. Ich wünsche euch viel Spaß in den 4 Minuten, in denen ihr Pause habt. Ich mache einfach den Stream nochmal neu.
Hallo, liebe Menschen. Also, es ist folgendermaßen die Situation. Der Dingo Dynamite ist hier noch voll am Casten vom Turnier von Dobby. Und der braucht danach auch eine kurze Pause, um zu spielen. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, wie wir weiter verfahren sollen. Also, wir können natürlich irgendwelche Dinge machen, um die Zeit zu überbrücken, ganz klar. Mhm. Aber in der Theorie könnten wir auch einfach sagen, wir starten den Stream dann wieder, wenn es was gibt. Weil momentan gibt es nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Wenn der Dingo Dynamite, wie viele Spiele noch gecastet werden? Also ich würde sagen, wir raiden den jetzt einfach mal darüber und dann, ich glaube, das macht gerade keinen Sinn, weiter zu casten, solange der, also selbst wenn er fertig ist mit dem Casten von dem Match, das er gerade noch castet, braucht er einfach danach auch nochmal kurz eine Zeit. Also ich glaube, das wird schon bis 9 brauchen, bis wir da tatsächlich dann Ölbert und Dingo sehen. Von daher, ja, lass doch einfach darüber gehen, würde ich behaupten. Und dann raiden wir einfach da kurz den Channel von Dingo Dynamite. Kein Plan, Öli, wie lange das jetzt wirklich dauert. Werden wir dann sehen. Aber momentan macht es keinen Sinn, hier was zu machen. Gut, dann sagt ihr mal schön Hallo.